PDF-Recherche leicht gemacht. PDF-Websearch entstand aus dem Bedürfnis, mehrere PDF-Dokumente im Webbrowser weltweit durchsuchen zu können. Sie haben sicher auch schon einen Text gesucht, den Sie in einer alten Zeitung, Magazinausgabe oder Buch gelesen hatten. Dieses Video präsentiert PDF-Websearch am Beispiel von skynews.ch, dem Schweizer Viatik-Magazin. PDF-Websearch findet alles. Mit der Weblösung PDF-Websearch recherchieren wir aktuell in über 100 skynews.ch Magazinen. Dies sind die Ausgaben ab der Nummer 1 2011 bis heute. Die Suchgeschwindigkeit in den 7500 A4 Seiten ist zügig und wird von unserer IT-Abteilung fortlaufend optimiert. PDF-Websearch ermöglicht die Suche nach Stichwort in einem oder allen Jahrgängen der Magazinausgaben. Dabei wird das Suchergebnis wie folgt ausgegeben. Erstens nach Treffer pro Seite, zweitens nach Treffer pro Ausgabe oder drittens im Kontext. Der Workflow mit PDF-Websearch beschreibt die wenigen Schritte, die zum Ziel führen. Erstens. Die Daten können über das Internet auf einen zentralen Server kopiert werden. Zweitens. Das zentrale Hosting ermöglicht die Zentralisierung der Daten für die Abfragen. Drittens. Nun kann die Webbrowser-Textsuche in über 6500 Seiten am Beispiel von skynews.ch gestartet werden. Die Treffer werden angezeigt. Der Praxiseinsatz von PDF-Websearch. Jedes Hosting-Projekt erhält eine seinem CI angepasste Homepage. Die enthaltenen Buttons und Felder sind selbsterklärend. Im linken Bereich erkennt man die Icons für die Online-Hilfe und die Download-Möglichkeiten für die App, um die Magazine auch gleich anzuschauen. Ebenfalls wird ein Link für die Webbrowser-Benutzer eingerichtet. Das wichtigste Kriterium bei der Suche ist neben der Wahl des oder der Magazine der Button für die Trefferanzeige. Die bereits beschriebenen Varianten werden jedem Benutzerbedürfnis gerecht. PDF-Websearch hat keine PDF-Verlinkungen. Die Lösung soll für jedes Unternehmen, jeden Verlag, Verband oder Verein einsetzbar sein. Bei den Dokumenten handelt es sich teilweise um Copyright-belastetes Material oder Magazine, die im Kiosk oder in einer App digital gekauft werden können. Daher ist ein direkter Webdownload der von PDF-Dateien nicht möglich. Diese Überlegungen haben uns dazu veranlasst, dem Benutzer nur die Informationen zu geben, die es ihm erlauben, das richtige Magazin, Buch oder Dokument zu finden und es anderweitig zu organisieren. Im Fall von skynews.ch kann der Benutzer beim Verlag eine gedruckte Version beziehen oder in der skynews.ch App die digitale Magazinausgabe in der App einfach kaufen. Zusammenfassung von PDF-Websearch. Die Möglichkeiten sind: erstens, einfaches Datenhandling der PDF-Dateien über den Webbrowser. Zweitens, automatisierte Verfügbarkeit der zu durchsuchenden PDF-Dokumenten nach dem Upload. Drittens, Suchergebnisse lassen sich in drei Darstellungsformen anzeigen. Viertens, das Copyright der nicht downloadbaren PDF-Dateien bleibt gewahrt. Fünftens, auf das CI des Auftraggebers anpassbares Websuchinterface. Sechstens, es ist keine umständliche Konfiguration notwendig. Siebtens, die Benutzung ist mit jedem Standard-Webbrowser möglich. Die Optionen sind Suchstatistik mit Suchwort und Datum ohne persönliche Daten. Effizienz ist das Ziel. PDF auf den Server kopieren und die Suche geht los. Zusatzaufwand ist ineffizient. Vielen Dank, dass Sie sich dieses Video angeschaut haben. In 3 bis 5 Minuten können nicht alle Spezialitäten oder Anwendungen angesprochen werden. Daher wird die Video-AI fortgesetzt. Sollten Sie jedoch eine spezifische Frage oder Anregung an uns haben, so nutzen Sie die Möglichkeit, direkt mit uns Kontakt aufzunehmen.